Sie hören Anomalia, das Hörspiel. Folge 9, Ein Funken Hoffnung. Was bisher geschah? Nachdem Oscar Fischer und das restliche Team aus den Händen von Captain Melbourne befreien konnte, kehrten sie mehr oder weniger wohlbehalten nach Anomalia zurück. Melbourne hingegen sah sich aufgrund seines Misserfolges dem Unmut von General West ausgesetzt. Nachdem Gibbs und Arials Versuch, Informationen über den Tod von Erik dem Wikinger auszutauschen, gescheitert war, schaffte es der NSA-Agent dennoch, erste Zweifel gegen Ambrose in den Köpfen der Bewohner von Anomalia zu säen. Ein Anfangsverdacht gegen Injan erhärtete sich und sollte die Zukunft in Anomalia nachhaltig beeinflussen. In der Green Valley-Zeitlinie suchten Kyle, Damien und Sun Jin weiterhin verzweifelt nach ihren verschwundenen Kindern. Doch sie wussten, dass mit jedem vergangenen Tag die Wahrscheinlichkeit, sie noch lebend zu finden, immer weiter sank. Green Valley-Zeitlinie. Haus der Familie Miller. Am Abend. Mein Mann Kyle und ich saßen am hölzernen Esstisch in unserer Küche und schwiegen. Still saßen wir da und Kyle stocherte lustlos in seinem Essen herum. Kraftlos hob ich den Kopf und schaute zu dem leeren Platz am Kopfende des Tisches, wo unser Sohn Scott immer gesessen hatte. Eine gefühlte Ewigkeit starrte ich einfach nur mit leerem Blick vor mich hin. Sun Jin, Schatz, du musst etwas essen. Ich habe keinen Appetit. Bitte, Sun. Es bringt unseren Jungs gar nichts, wenn wir uns so runterziehen lassen. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich habe auch keine Lust, auch nur den kleinsten Bissen zu essen. Aber wir müssen bei Kräften bleiben. Ja, du hast ja recht. Aber ich halte dieses ewige Warten einfach nicht mehr aus. Caleb hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet. Von Dr. Craig haben wir nichts mehr gehört. Und jedes Mal, wenn wir mit unserer Recherche eine neue Idee verfolgen, verliert sich die Spur irgendwann. Caleb hat gesagt, er meldet sich. Und ich bin sicher, dass er das auch tun wird. Und was Miss Craig betrifft, sie hat sicher ihre Gründe, sich nicht zu melden. Aber wie kann sie nur so stur sein? Schließlich könnten wir nicht nur die Jungs, sondern auch ihren Bruder wiederfinden. Ich glaube, wir werden ihre Situation nie ganz verstehen können. Ja, vielleicht. Aber sie muss doch begreifen, dass wir sie brauchen. Wieso hilft sie uns nicht? Sun. Kyle stand auf, kam um den Tisch herum und nahm mich liebevoll in den Arm. Ich gehe schon. Caleb. Hallo, Kyle. Darf ich reinkommen? Sicher. Komm rein. Ich stand auf, wischte mir mit meinem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht und lief zur Haustür. Caleb, gibt es etwas Neues zu unseren Jungs? Deswegen bin ich hier. Ich wollte euch das nicht am Telefon sagen, aber ich habe leider schlechte Nachrichten für euch.